Ja, hallo zusammen, ihr habt es gesehen, Alea und ich haben früher wieder ein Match geschaut. Jetzt werde ich euch ihre ganze Expertenmeinung nicht vorenthalten. Alea, leg gerade los. Was hast du von dem Match gehalten? Schweiz-Island 1 zu 2, Schweiz gewinnt. Ja, ist also viel besser gewesen wie am Dienstag. Ganz eine andere Mannschaft auf dem Platz gesehen, wie noch am Dienstag gegen Österreich, meiner Meinung nach. Die Schweizerinnen sind mutiger auftreten, sie sind kompromissloser auftreten, sie sind aktiver gewesen wie am Dienstag. Heute ist die Mannschaftsleistung meiner Meinung nach zufriedenstellend gewesen. Sie haben wirklich als Mannschaft agiert, von der ersten Minute bis zu der, was haben wir gehabt, über 100. Minute. 102 Minuten haben wir gespielt, ja. Und also meiner Meinung nach war es wirklich ein sehr ansprechendes Spiel gewesen, eine ansprechende Leistung, die die Schweizerinnen heute gezeigt haben. Heute haben sie es verstanden, um auch zu kämpfen. Gerade auch nachdem, dass sie 0-1 in den Rückstand geraten sind, was wir schon, oder was ich schon in der Pause angesprochen habe. Sehr ein dummes Goal. Im Nachhinein muss ich sagen, okay, vielleicht hat es das Goal auch gebraucht. Vielleicht ist es genau da gewesen, wo den Schweizerinnen noch ein bisschen mehr wachgerüttelt hat. Und so die letzten Reserven noch freigesetzt hat, weil sie gewusst haben, okay, jetzt ist alles oder nichts, jetzt müssen wir. Sie sind vor allem auch in der zweiten Hälfte, meiner Meinung nach, in den wichtigen Augenblicken sehr abgeklärt gewesen, auch in der Defensive. Sie haben als Mannschaft verteidigt, also man hat das auch gut gesehen, auch Ramona Bachmann und so, auch der Sturm, das zentrale Mittelfeld, die Flügel auf der Außenbahn haben sehr gut defensiv mitgeschafft, haben die Isländerinnen so eigentlich auch immer wieder nach eigenem Ballverlust den Ball wieder können abnehmen. Auch Cinzia Zehnder hat eins ums andere Mal sehr viel Ballgewinn wieder gehabt, wenn man den Ball irgendwo in der Vorwärtsbewegung verloren hat. Also da ist wirklich ganz anders gewesen wie am Dienstag. Sie haben die Sachen, die wir am Dienstag angesprochen haben, dass man schneller umschalten, gerade auch bei einem Ballverlust in der Offensive, dass man muss kompromisslos in Zweikämpfe gehen, dass man die muss annehmen muss, dass man auch irgendwie so erste Spiel hineinkommt, dass die Passqualität muss steigen, also die Sachen, ja, die haben sie können umsetzen heute meiner Meinung nach. Und ich bin, so wie sie heute gespielt haben, sehr zufrieden gewesen mit den Schweizerinnen. Sie hätten vielleicht noch ein, zwei Goal mehr können machen oder vielleicht ein, zwei deutlichere Torschüsse können rausspielen, aber abgesehen von dem muss ich sagen, ein verdienter Sieg und eine gute Leistung. Ich bin auch der Meinung, dass der Sieg verdient war und ich bin auch viel zufriedener mit der Mannschaftsleistung. Zum Beispiel die Noelle Maritz, die ich ja ein bisschen hinterfragt habe im letzten Spiel, warum das sie spielt, wenn Rachel Rinasch ja eigentlich in der Quali so gute Leistungen gezeigt hat. Aber die hat jetzt eine super erste Halbzeit gespielt und auch sonst ist das Team kompakter gewesen, hat mir besser gefallen. Das Einzige, was ich dort nicht ganz einverstanden bin, ist, ich habe das Gefühl, sie sind die bessere Mannschaft gesehen, aber zeitweise viel zu ungenau. Also das Umschalten hat funktioniert, da bin ich froh gewesen, weil das hat natürlich einen Problempunkt weggenommen. Das haben wir auch beim Gegengol gesehen. Dort beim Umschalten funktioniert es nicht und dann gibt es das Gegengol. Aber dann sind irgendwie die Genauigkeiten nicht rum gewesen. Und wenn sie aber dann rum sind, ist die Schweiz brandgefährlich. Und das haben wir gesehen mit dem 2-1 sicher. Und auch dort, wo Ramona Bachmann dann an die Latte schießt, auch wieder, dort passt jeder Pass genau. Und auch das Goal von der Lara Dickenmann ist eines von der, ein Zeichen dafür, dass man eben gut passgenau muss ha sein. Und das sind sie eben zum Teil nicht gewesen. Aber am Schluss, wo man es 3-1 machen kann, die Kommentatoren vom SRF sagen noch, ja, Ramona Bachmann macht alles richtig, aber das stimmt nicht. Sie macht ziemlich alles richtig, sie gewinnt den Zweikampf, sie geht raus, sie läuft, aber der Pass an Aigbogun ist gar nichts gewesen. Also das ist ein schlechter Pass gewesen, oder? Und das ist etwas, was ich mir noch mehr wünsche, weil ich denke, auch gegen Frankreich wird es halt wieder nicht länger nur umzuschalten, sondern es reicht dann auch wirklich nur, wenn der richtige Pass ist, wenn jeder Ball ankommt. Und dort bin ich ein bisschen unzufrieden gewesen. Das eine andere, was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, am Anfang sind sie sehr viel über die Flügel gekommen, das ist richtig gewesen, das haben sie müssen. Aber immer die Flanken. Und was ist Ramona Bachmann? Ist Kopf kleiner als ich, also etwa 1,58, vielleicht 1,60. Vanessa Bürki ist minim grösser als ich, aber auch irgendwie 1,75. Dort hast du nichts zu suchen mit hohen Bällen. Oder? Dann musst du doch die Bälle in den Rücken von der Abwehr spielen, wo auch immer wieder die Lara Dickenmann gekommen ist und Martina Moser. Wieso hat es so lange gebraucht, bis sie das begriffen haben?
Ja, das kann ich nicht so recht beurteilen, aber ich glaube, das ist ja auch die Vorgabe gewesen, wo man am Mittwoch auch im Interview nachher gehört hat, nach der Partie, Mittwoch und Dienstag, Entschuldigung, gegen Österreich, hat ja Martina Voss Tecklenburg nach dem Spiel gesagt, eben, die Vorgabe sei auch gewesen, über aussen zu kommen. Meiner Meinung nach haben sie es heute besser gemacht, wie du auch gesagt hast. Das hat man gemacht, das ist gut gewesen. Die hohen Bälle, gerade vor allem auch gegen so eine körperlich robuste Mannschaft wie gegen Island, sind eher nicht effektiv. Gut, da kann man sich darüber streiten, weil das zweite Goal ist ja genau so ein Ball gewesen, wo dann wirklich das Timing gestimmt hat und wo Ramona Bachmann zum Kopfball gekommen ist. Im 1:1 Ausgleich hat man aber genau gesehen, was du vorhin angesprochen hast. Also wenn man über außen kommt, alles richtig und dann die Bälle flach in den Rückraum, dass dort die zentralen Mittelfeldspielerinnen, die aufrücken, oder allenfalls auch einmal Maritz, sie hat da, ist auch mal mitführen gegangen und hätte dort zwar den Schlenzer, hätte den Goalie gehabt, aber ich glaube schon auch, dass, oder meiner Meinung nach, ist das effektivere Mittel, wie die hohen Bälle reinzubringen. Gerade auch wenn Rahel Kiewicz oder Caroline Abbe, die mit Abstand die grösstgewachsenen Spielerinnen aus der Schweizer Nazi sind, wenn die nicht auf dem Platz stehen, sind die hohen Bälle doch, ja, sollte man wahrscheinlich eher auf die Flache in den Rückraum setzen. Gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Personelle über. Wir haben gesehen, die Schweiz hat gut gespielt. Taktisch vor dem Spiel 4,5 Wechsel, sage ich da, weil Lia Welti geht zurück. Ich hatte ein bisschen Behagen. Ich habe also gedacht, jetzt spielen wir mit der Shinzia Zender über rechts. Sie ist ja eigentlich eine zentrale Spielerin. Ist das wieder zu wenig Mut, dass man sich nicht traut, über die Flügel zu gehen dort? Und habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass Vanessa Bürki spielt im Sturm und nicht Fabienne Humm oder Geraldine Reutler, wo ich gedacht habe, wird man jetzt zu konservativ? Im Endeffekt hat es aber funktioniert, oder? Ja, es hat funktioniert. Was ich gut gefunden habe, ist auch die Wechsel auf die Innenverteidigung und dass auch Vanessa Bernauer in die Startelf gerückt ist. Das war ja das, wo wir auch am Dienstag nach dem Spiel festgestellt haben, dass die Wechsel gut haben am Schweizer Spiel, dass es dann agiler geworden ist, dass sie so mehr Spiel gefunden haben, auch besser haben können das Spiel aufbauen von hinten raus, aus der Mitte, sei es jetzt im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung. Das hat man heute auch wieder gesehen. Also ich bin froh gewesen, dass der Schweizer Staff mutig war und gesagt hat, okay, wir probieren es jetzt aus, wir setzen auf eher jüngere Spielerinnen, auch mit der Cinzia Zehnder, mit der Jana Brunner, die doch zum jüngeren Teil von dem Team gehören und vielleicht noch nicht so zu den Erfahrenen. Ja, also es hat sich gelohnt, es hat sich ausgezahlt, auch der Mut, den man bewiesen hat, dass man wechselt, dass man von Anfang an wechselt, dass man auch Captain wechselt und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt gespannt, wie es am Mittwoch gegen Frankreich wird sein, ob man dort wieder so mutig ist wie heute, ob man die Startelf beibehält, weil man sagt, das hat funktioniert, oder ob es dort allenfalls nochmal Wechsel gibt. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, was denn passiert, wenn ein Kiewicz aus von ihrer Rotsperre wieder aufgehoben ist, wenn sie wieder mittun kann, wenn eventuell auch Caroline Ape, wo ja anscheinend ein bisschen angeschlagen ist, wieder fit ist. Also ich bin gespannt, ob man dann wieder zurückgeht, eher auf die konservative Mannschaftsaufstellung, oder ob man sagt, nein, wir behalten das bei, wo funktioniert. Ich bin dafür, dass man das beibehält, wie heute. Dass man allenfalls, ja, ich weiß es nicht, Cinzia Zehnder hat mir fast ein bisschen besser gefallen, wo sie nachher ins Zentrum gerückt ist, wie über außen, weil man merkt natürlich auch, dass das viel mehr ihre Position ist, wie die Aussenbahn. Sie kann dort ihre Stärken meiner Meinung nach viel besser zur Geltung bringen wie auf der Außenbahn. Ja, also meiner Meinung nach sollte man dem treu bleiben, dass man jetzt ein bisschen mutig war ist heute und dass man umgestellt hat und dass man auch versucht hat, durch personelle Veränderungen ja, auch im Spiel eine neue Ausgangslage zu sehen. Und von dem her bin ich der Meinung, dass man am Mittwoch in dem ganz, ganz entscheidenden und wichtigen Gruppenspiel gegen Frankreich auch nochmal mutig ist, dass man auch wieder ein bisschen auf die Jungen setzt, dass man die gute Mischung, die man heute sieht, aus Jung und Erfahren, dass man die beibehaltet. Was natürlich auch spannende Frage wird sein, ob Gael Talma am Mittwoch spielen kann. Sie wird sicher eine sein, von ihrer Einstellung her, die sagt, ich würde unbedingt spielen, aber ob das aus medizinischer Sicht auch wird gehen, das ist jetzt die Frage. Man sich Ja. dort einen leeren Kopf ist immer ganz heikel. Schwellige in den Augen für einen Goalie, gar nicht, oder?
Also von dem her bin ich gespannt, wie wir am Mittwoch werden auftreten. Aber ich sehe eigentlich keine Veranlassung dazu, um da etwas zu ändern. Ja, ich hätte auch wenn einen Wechsel vorgeschlagen, und das ist nichts gegen Martina Moser an sich. Jensten Respekt für sie und ihre Karriere, aber ich denke, da müssen wir sie fast opfern. Sagen, dass sie auf die Bank muss und dann eher mit einer Cinzia Zehnder dort spielen, weil sie physisch und wie es aussieht, halt auch spielerisch, hat sie mir besser gefallen. Und da ist halt die Frage, warum hat sie nicht schon kleiner einen Platz in dieser Elf gefunden, weil sie sieht recht gut aus in diesem Bereich, in diesem Spielfeld, Spielmoment, vor allem mit der Vanessa Bernauer wegen Abwechsel und Kopfballduell, das sie kann gewinnen kann, wo dann wirklich nicht muss Lia Welti oder Diana Brunner vorkommen, um das Kopfballduell zu gewinnen, weil Vanessa Bernauer auch dort nicht unbedingt gerade eine kopfballstarke Spielerin ist. Also, ich hätte sie gerne dort in dieser Achterposition. Jetzt so ein kleines kontroverses Thema, das ich gerne ansprechen würde. Wir wissen ja, du bist gut vernetzt im Schweizer Frauenfußball und hast so ein bisschen eine Ahnung, wie der Spirit ist in der Mannschaft. Was müssen wir davon halten, dass die Schweiz eigentlich vor dem Turnier ganz klar zwei Captains hat, oder? Caroline Abbé und Lia Welti. Jetzt muss Caroline Abbé raus im letzten Match und Gael Thalmann trägt Captainsbinde, nicht Lia Welti. Und nachher, heute fängt der Match an mit der Lara Dickmann als Captain. Nichts dagegen, ich finde, Lara Dickmann ist eine Führungsperson. Sie ist heute eine der besten, wenn nicht die beste Spielerin der Schweiz. Wie man auf unserem Instagram- und Twitter-Profil und überall liest, ich finde ihre Statistik unglaublich. Zwei gelbe Karten in 121 Länderspielen als zentrale Mittelfeldspielerin. Aber die Captain-Wechsel sind sehr, sehr komisch, oder? Ja, was dazu geführt hat, kann ich auch nicht so recht beurteilen, weil normalerweise ist es so, dass man in einer Mannschaft ganz klar definiert hat, wer Captain ist und wer an zweiter Stelle nachrückt, wenn ein Captain mal ausfällt, sei es verletzungsbedingt oder aus anderweitigen Gründen. Das kann ich mir auch nicht so recht erklären, das habe ich auch während dem Match schauen, diskutiert mit den Leuten, die ich den Match geschaut habe. Wir sind auch nicht so recht schlau daraus geworden, wieso, dass man plötzlich einen Captain-Wechsel hat. Das sind natürlich jetzt nur Spekulationen, aber es kann irgendwie sein, entweder kann es sein, dass einfach der Trainerstaff gefunden hat, okay, wir haben da andere Spielerinnen, die sich jetzt im Verlauf von dem Turnier mehr als Führungsposition hervortun haben. Es kann aber auch sein, dass es von der Spielerin selber rauskommt, die sagt, ich möchte an dieser EM die Rolle oder ich kann sie nicht tragen oder so. Ich weiß es nicht, an was es liegt. Also wirklich nicht. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wieso dass man gerade in so einem Turnier innerhalb von zwei Spielen die Position wirklich so oft wechselt. Da müssen wir die Schweizer Trainerin fragen, die da natürlich das letzte Wort spricht, was sie dazu geführt hat, um den Wechsel vorzunehmen. Es würde mich sehr wundern, was dazu führt. Ich habe das noch nie erlebt. Also weder in einem anderen Spiel von einer anderen Mannschaft oder selber. Ist spannend, ich weiß es nicht. Ich finde, Lara hat ihre Aufgabe souverän gelöst. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass es der Mannschaft irgendwie, also dass man der Mannschaft irgendwie angemerkt hätte, dass es Unruhe gegeben hat wegen dem oder so. Oder dass jetzt auch Elia Welt irgendwie wegen dem schlechter gespielt hat oder irgendwie eine Steinsache hat oder sonst etwas. Gut, sie sind natürlich auch alle Profi genug, um so eine Situation sachlich zu beurteilen. Ja, es würde mich auch wundern, was da genau die Gründe dafür sind. Das ist, wie du vorhin auch gesagt hast, ein kontroverses Thema, ist auch eine kontroverse Ausgangslage, dass man seinen Captain einmal durchreicht, so quasi. Ja, Ich bin ich. gespannt fürs nächste Spiel, ob Lara wieder Ja. Captain binden wird tragen, ob wenn eine Caroline Abbe allenfalls wieder zurück in die Startaufstellung kommt, ob sie dann wieder Captain ist oder auch nicht. Also ja, ich glaube, da wird es einmal mehr spannend am nächsten Spieltag. Ich bin auch der Meinung und ich meine, wir müssen ja da nicht vergessen, die Lara Dickmann als Captain ist ganz klar eine natürliche Sache, weil sie ist auch die, wo der Mann am längsten im Team ist, oder? Sie ist seit Ja. 2003 schon in der Nationalmannschaft. Es ist eher die Frage, warum sie bisher nicht Captain war, aber das hat natürlich auch etwas mit Druckmoment und alles zu tun, wo vielleicht für sie besser war, mit weniger Druck aufzulaufen. Zum Schluss jetzt noch. Martina Voss Tecklenburg hat im Interview vorhin gesagt, sie wünscht, dass Frankreich hoch gewinnt heute, weil sie
sich ausmalen, dass an Frankreich nichts vorbeiführt beim Weiterkommen. Denke ich, du und ich sind uns da auch einer Meinung. Aber wir sollten gleich Punkte dagegen sein. Und da ist die Frage, wenn man so weiterspielt wie jetzt heute, wird das länger? Und was ich mir einfach immer wieder überlegt habe, während dem Match, die Schweiz hat so viele gute zentrale Fußballspielerinnen, also im Mittelfeld, ob man nicht vielleicht sollte, wenn wir schon umgeschaut haben, von der Raute aufs Trapez jetzt in dieser EM, vielleicht auf 4-3-3 umschalten, wo dann in einem defensiven Moment das 4-5-1 ist, wo man dann einfach sagt, hey, look, wir sind wandelbar und wir tun einfach die Mitte zumauern, dass Frankreich ihr schnelle, gute Spiel, Passspiel nicht ausführen kann. Ja, so Mittwoch wird natürlich sehr entscheidend sein, wie die Schweizerinnen auftreten. Ich kann Frankreich noch nicht so recht einschätzen. Ihre Leistung gegen Island, ja, hat für mich nicht sehr überzeugend gewirkt. Also auch der 1-0-Erfolg, den sie gefeiert haben gegen Island mit dem späten Penalty, fast zum Schluss der Partie. Es ist nicht das Frankreich gewesen, wo ich vor der EM gedacht habe, dass es wird kommen. Sie haben auch noch nicht so recht ins Spiel gefunden, wie viele von den Favoriten bislang nicht. An dieser EM, sie haben sehr ein sehr ausgeglichenes Spiel gewesen. Von dem her wissen wir wahrscheinlich mehr heute Abend, wenn wir das Spiel sehen gegen Österreich. Wie sie heute werden auftreten, was uns dann am Mittwoch erwartet. Aber es hängt natürlich auch sehr viel von den Schweizerinnen ab. Es hängt davon ab, eben, dass sie defensiv sehr, sehr kompakt sind, vielleicht noch kompakter wie heute. Dass sie aber auch offensiv, wie du gesagt hast, irgendwie ein bisschen mehr Raum haben. Und ich persönlich bin sehr ein großer Fan vom 4-3-3. Ich finde das vor allem auch offensiv ein sehr ein gutes System, weil du auf der Seite viel Platz schaffst für die Außenverteidiger, dass sie Mikro können. Und wir haben ja mit der Noel Maritz und Anna-Maria Zonagotschewitsch zwei Außenverteidiger, die sehr offensiv ausgerichtet sind und die das auch können. Vor allem Anna, die doch früher auch als Offensivspielerin fungiert hat, weiß, wie man Goal schießt. Noel Maritz, die heute immer wieder bewiesen hat, dass sie auch dort vorne eine gute Falle macht, dass sie das Laufpensum mag heben über 90 Minuten. Also von dem her wäre ich natürlich sehr für ein 4-3-3 zu haben. Ich glaube, es würde die Schweizerinnen gut tun und ihre Stärken auch einmal mehr ein bisschen zur Geltung bringen, gerade auch, weil wir im zentralen Mittelfeld sehr talentierte und gute Spielerinnen haben und so einfach auch ein bisschen mehr Raum würden schaffen. Ob jetzt natürlich so ein Systemwechsel ist, innerhalb von so einem Turnier wird stattfinden, ist die andere Frage. Ich nehme an, es wird das Thema sein, ob man das System umstellen oder nicht. Ich hoffe einfach, dass man nicht mit einem allzu defensiven System in das Spiel wird gehen, weil das wird meiner Meinung nach dann eher kontraproduktiv sein. Man muss in das Spiel gehen, man muss das Spiel wollen gewinnen. Das ist das Einzige, was zählt. Und wenn man das Spiel will gewinnen, dann muss man natürlich auch offensiv können brillieren und überzeugen. Und das wird meiner Meinung nach nur möglich sein, wenn man sich nicht hineinstellt. Also ich würde mir für den Mittwoch wünschen, dass man ein hohes Angriffspressing spielt, in einem 4-3-3 zum Beispiel, wenn es denn so ist. Und dass man wirklich versucht, aus der eigenen Platzhälfte so gut wie möglich draußen zu bleiben. Dass man das Spiel möchte in der gegnerischen Platzhälfte führen. Ich denke ja auch vor allem, dass die Schweiz in der Defensive, wenn schon ihre Schwäche zeigt, nicht einmal wirklich wegen personeller Qualität oder so, sondern einfach weil dort die Automatismen zum Ball laufen viel kleiner sind, weil die Schweiz halt jetzt seit 2,5 Jahren eigentlich nur offensiv spielt. Oder? Das ergibt sich dann auch natürlich so. Was natürlich aber auch ist, wenn Gael Talmann würde ausfallen, was ein Verlust wäre zwischen den Pfosten. Haben wir heute gesehen, ist Serena Friedli, wie es aussieht, die Auserwählte. Und da muss ich sagen, Serena Friedli ist sicherer mit dem Ball am Fuß. Und dadurch würden wir vielleicht eine neue Virtuosität können entwickeln hinten raus. Aber ich denke auch, wir müssen hohes Pressing machen, stark gegen vorne drücken. Dort halt meine letzte und einzige Frage: Geraldine Reutler, Fabienne Humm oder Ramona Bachmann als Sturmspitze? Es kommt ganz aufs Spielsystem drauf an, wo die Vosteckenburg wird bringen am Mittwoch. Ich habe heute gefunden, dass Fabienne Humm, ja, sie hat natürlich ihre Qualitäten. Sie ist sehr eine bissige Spielerin, wo sich in Zweikämpfe hineinbeisst, wo eklig ist als Gegenspielerin, weil sie einem immer, ja, immer da ist, immer stört.
Meiner Meinung nach ist aber Geraldine Reuterler momentan für mich die bessere Option, weil sie viel mehr Spielwitz mitbringt, weil sie meiner Meinung nach kreativer ist, weil sie technisch versierter ist und weil sie eine ganz junge Spielerin ist, die wo unverbraucht ist, wo kann auflaufen und wo eigentlich nur kann gewinnen kann. Und Ramona Bachmann ist für mich an vielen Orten einsetzbar, ob es über Russen ist, ob es als Sturmspitze ist, als hängende Spitze, als Zehner. Also es ist so, bei der Ramona kommt es natürlich ganz darauf an, wenn man für ein Spielsystem auswählt, wo man sie einsetzt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie wieder über die Seite kommt, wenn man in einem Spielsystem spielt, wo auf der Seite Platz schafft, weil das hat sie gern, die 1 gegen 1, die Laufduell, wo sie auch gewinnen kann, weil sie sehr schnell ist, weil sie explosiv ist, weil sie sehr, sehr zweikampfstark auch ist, gerade auch wenn sie den Ball am Fuß hat. Also von dem her kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie wieder auf die Seite ausweicht. Und dann, ja, ich glaube, dann wäre Geraldine Reuterler keine schlechte Option für die Sturmspitze. Ja, also es haben alle schon Minuten gehabt, der EM. Ich denke, das ist wirklich offen. Ich weiß nicht, ob Fabienne Humm dort nicht besser ist im Forechecking. Das kann sie sehr gut. Ja. Sie wird schnell mal aggressiv, rutscht schnell mal am Boden rum. Das kann dann wieder negativ sein, aber Fabienne Humm an einem guten Tag kann das und sie hat auch die Erfahrung. Und ich muss zugeben, ich kenne Geraldine Reuterler zu wenig gut. Sie ist aber auch erst 17, also ist erst gerade am Kommen und wegen dem werde ich sicher in 2 Jahren an der WM sagen, boah, Geraldine Reuterler, die kann ich schon so gut. Oder? Gut, Alea, ich danke dir vielmals für die Analyse. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend und du wirst ja ins Spiel einlinsen, dass wir dann auch ein bisschen darüber reden am Mittwoch, um zu schauen, ob die Schweiz jetzt auch wirklich eine Chance hat, hoffentlich schon. Die Schweiz gewinnt 2-1 gegen Island. Das sind wichtige 3 Punkte. Euch wünschen wir einen schönen Abend auch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sind spätestens dann zum Match Frankreich gegen Schweiz wieder da für euch. Tschüss zusammen.